So bekommst du immer einen perfekten Schneemiel in Animal Crossing New Horizons. Als erstes musst du auf eine Abenteuerreise gehen, um deine zwei Bälle zu finden. Sobald du sie gefunden hast, kannst du auch schon damit beginnen, beide so prall wie es nur geht zu bekommen. Um übrigens zu testen, ob deine Bälle die maximale Größe erreicht haben, kannst du kurz stoppen und wieder Hand an deinen Ball anlegen. Wenn er dann nur ganz langsam an Fahrt gewinnt, stimmt die Größe. So, einen der dicken Bälle platzierst du nun oberhalb zum anderen und holst die Insel Designer App raus. Mit dieser wählst du irgendein Pfad aus und platzierst genau 6 Fahrteile in einer Linie auf dem Boden. Wenn du jetzt deinen Ball einmal den gesamten Pfad runter und wieder rauf bewegst, merkst du, wie er immer kleiner wird. Bringe nur noch deinen anderen Ball am Ende des Pfades in Position und bewege anschließend den kleineren Ball noch ein drittes Mal den gesamten Pfad nach unten, um ihn direkt auf den großen Ball zu drapieren. Und tada! Du hast einen perfekten Schneemiel erschaffen, der dich sowohl lobt und dir damit ein gutes Gefühl gibt, weil du im echten Leben sonst nie gelobt wirst. Und außerdem bekommst du eine tolle Bastelanleitung und eine Riesenschneeflocke geschenkt.